Aber gut, jetzt wird's nochmal richtig asozial, wa? Jetzt wird's nochmal richtig brutal. Inkwell Hell. Ist meine Insel echt so krank, dass sie eine eigene Hölle hat? Das ist, ach du Scheiße. Nice place. King dies. All bets are off. You will so fuck up. Oh, darf ich dir mal zwei... Darf ich dir zwei Worte an den Kopf werfen? Na. Boss Rush. Nee, echt jetzt? You actually pulled it off, but you may lose a bet. For that, you ain't seen the boss just yet. You're gonna play a little game first. What? What you gonna do? What you come for you? What? I'm Mr. King Dice. Are you fucking serious? Er hat so das krasse Rape-Face, ey, das ist unglaublich. Oh mein Gott, ich muss den Dings sogar selber anhalten? Ja, du musst dich jetzt quasi zum Ziel würfeln und wenn du am Ende bist, dann darfst du gegen ihn kämpfen. Safe? Moment, Boss Rush, heißt das, die einzelnen Dinger, die einzelnen Zahlen sind Bosse? Also, pass auf, let me explain. Die roten Felder sind Bosse, die grünen, da bist du safe. Die roten Felder, wo ein Herz drüber ist, da bekommst du ein Leben dazu. Geht das über mein maximales Leben dann? Ja. Oh, das heißt, ich hätte deswegen dann vier Leben. Die wirst du auch brauchen. Und jedes Feld ist halt ein Boss, du noch nicht hattest. Darf ich mal kurz sagen, dass da oben ein richtiges Hurensohnfeld ist? Start over? Are you serious? Ja, klar. Wir machen sowas? Okay, ich versuche eine 2 zu kriegen. Das ist eigentlich jetzt gerade übelst, Mensch, ärgere dich nicht, Alter. Okay, so ist das Timing in etwa. Ich muss das Ding parryen. Okay, let's do this. Let's crack this joint. Wir spielen das Rape-Game. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Casino-Chips. Das sind jetzt alle reguläre Bosse? Ja. Ach du Scheiße. Alle. Und wenn du bei einem verlierst, musst du komplett von vorne anfangen. Oh mein Gott, are you serious? This will be so much pain. Okay, die Chips hier, das... Ich sehe jetzt mal den Hintergrund. Warum spielen da tote Leute im Hintergrund? Das sieht so fucking cool aus. Also grundsätzlich alle Bosse bei King Dice haben irgendwas mit Casino zu tun. Ey, der Hintergrund, ich konzentriere mich gerade mehr auf den Hintergrund, weil er ist eher mehr so eine Art billig Yellow Devil eher. Nee. Das geht, die Phase geht noch. Jetzt, wo ich weiß, wie der geht, der macht ja nichts anderes. Der hat einen Angriffspattern und da hört es auch auf. Wäre nur nice, wenn er mal sterben könnte. Knockout. Hallo, okay. Lilly. Hey, Lilly Ali. Was geht? Kommst genau richtig. Wie gesagt, also die Bosse, die dazwischendurch kommen, die sind jetzt auch nicht so schwer, aber sehr einfach. Ich merke schon, dass... Okay, und safe ist kein Boss? Safe ist kein Boss. Okay. Da guckt er mich nur mit seinem Smug-Lächeln an und geht weiter, okay. Eigentlich im besten Fall ist, du kriegst immer alle... Immer Health-Up-Safe, Ende. Ja, und möglichst nicht auf Start-Over. Ja, das ist... Nee, echt, Vivi? Echt? Ach du Scheiße, ja. Luftbosse. Ist das ein totes Pony? Das ist ein Pferde... Ach du Scheiße. Oh Gott, Vordergrund! Vordergrund, please end yourself! Oh, ich kann nicht sehen, der Vordergrund ist im Weg. Oh, ey, was zur? Ich kann nicht sehen, der Vordergrund! Übrigens, Leute, Glücksspiel kann süchtig machen. Slap. Okay, das Pony hat nicht viel diskutiert, das ist schön. Und ich habe trotzdem wieder fast Full Meter. Das ist nice, okay. Jetzt brauche ich eine 1, das heißt nach 3, I guess? Ja, okay. Das ist... Saito? Ich glaube, das Timing dafür habe ich raus für den Würfel. Jetzt brauche ich eine 2. Ach du Scheiße. Okay. Wenn ich gleich nach dem Sprung parry, dann geht das eigentlich. Das geht dann eigentlich gut durch. Eine Bowling... Ein 8-Ball? Eine Drogen-8-Ball? Weißt du was? Suck dick. Haha, nicht mit mir. Holy snap, it's King Dice. Er schade, dass sein Theme hier nicht spielt. Ich meine, der Boss-Theme, der hier jetzt gerade spielt, der ist zwar auch geil, aber
Der King Dice Theme ist irgendwie cooler gewesen. Ich glaube, wenn du direkt gegen King Dice spielst, dann kommt nochmal so eine abgeänderte Version. So. Okay. Glaube ich zumindest, mich daran erinnern zu können. Okay, das war die Ape. Okay, diese Mini-Bosse gehen eigentlich. Bei dem Pony war nur gerade auf einmal das Problem, dass der Vordergrund andauernd im Weg war und du nichts sehen konntest. So, jetzt eine 2 und dann... Safe. Und jetzt brauche ich nochmal eine 2. Kann ich auch overshooten? Also, wie overshooten? Also eine 3, gehe ich dann einfach auf Finn? Oder gehe ich dann irgendwie zurück? Oh Gott, das weiß ich nicht. Ich versuche eine 2 zu kriegen. Okay. Jetzt kommt er. Parry for your life. Oh, okay, gut. I see how this works. Bei den Karten bist du auf einer Seite immer komplett safe, wenn du ganz am Rand stehst. Oh, shit. Ich hab Ulti. Ulti. Ja, ich sage immer Ulti dazu, obwohl es eigentlich ja gar nicht Ulti ist. Mr. King Death. Warum das Parry? Also hier muss das Parry jetzt schon drauf haben. Wenn nicht, ja, ich wenn sag nicht, ja, bist du am Arsch. Wenn nicht, bring... Knockout. LOL. First try, echt jetzt? Suck it, King Dice. Suck it, King Dice. Lutsch mir ein, was willst du eigentlich? Ja, King Dice, ne? King Dice, everybody. Das sollte jetzt echt schwer sein? Hier haben Leute Probleme gehabt? Ich fand, das ging eigentlich. Wenn du das King Dice more like King Bitch. Ich meine, ohne Scheiß, alles, was er gemacht hat, ist diese Karten. Und wenn du, ja gut, wenn du das Parryen raus hast, dann geht das eigentlich. Von daher, ne? Okay, und was jetzt? Oh, the devil. One hell ja, of a time. Jetzt, that was shit up. Jetzt. One hell of a time. Okay. Oh, let's do this. Well, well, well. Look how far you've come. Not only did you bust up my good-for-nothing lackey King Dice, but I see you've got my soul contracts as agreed. Hand them over and join my team. What? Ich kann zum Teufel gehören? Was, ja. Was passiert, wenn ich ja sag? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, je nachdem, was du jetzt sagst, gibt es ein unterschiedliches Ending. Wisst ihr, als YouTuber hast du seine Seele sowieso an den Teufel verkauft, so why don't you? You're mine now. You're gonna have a hell of a time down here. Ach du Scheiße! What the fuck? Hab ich mich jetzt abgefuckt? Did I just fucked up? I sincerely appreciate a member of our team was lovely and creative, whatever may I possibly. Alter, ich sehe nicht gesund aus, die Dudes. Okay, kann ich das. Moment, was ist jetzt? Das Spiel startet. Bitte sag mir jetzt nicht, ich hab richtig abgeschmackt. Bitte sag mir jetzt nicht, ich hab den komplett abgefuckt. Moment mal! Was? Das Intro ist rückwärts! Das Intro ist rückwärts! Was nervt nicht? Oh, ich liebe dieses Spiel. Oh Gott. Oh, Moment. Oh ne, warte, King Dice ist besiegt. Die Flagge ist da. Moment, kann ich jetzt den... Ich kann ihn jetzt trotzdem... Okay. Dude, how about no? Working on me just like the others, eh? I teach you the backing off out of a deal. Have at you! Viel Spaß.
Oh, scheiße. Der Teufel persönlich. Okay, let's do this. Alter, solche kleine... Oh mein Gott, sein Auge. Okay, so kann ich jetzt nicht... Jetzt kriegt er mit. Ach du, oh, da ist Feuer! Und kleine Teufel... What the fuck? Jesus. Ich hab nicht mal 30 Sekunden überlebt. You break our deal, now it's my turn to break you. Alter. Der. He's fucking pissed! Okay. Autsch. Was soll ich da machen? Kurzer Tipp, bei diesem Ziegenangriff, da kannst du dich drunter durchducken. Das habe ich gerade versucht, ich wurde getroffen. Oder bin ich aus Versehen wieder aufgestanden? Du brauchst auch das richtige Timing, du musst halt runtergehen, bevor er dich... Ja, aber... Also quasi... Nee, ich hab, schon, wenn du nee, ich hab mich geduckt und ich wurde getroffen. Hä? Lol. Eigentlich geht das. Oh, scheinbar nicht mehr. Okay, man kann mal sehen, woher die Teufel kommen. Die kommen immer, die sind da hinten immer, zeigen sich an. Alter, der vor allem, es sind Vulkane im Hintergrund, das sieht richtig cool aus. Shit. Oh, die Musik ist so geil. Oh, no. Okay, das mit dem Ducken, das war anscheinend ein Bug und der wurde gefixt. So ein Kack. Ach du Scheiße, das heißt, ich muss irgendwie rüberspringen und dann dashen? Yeah. Für extra Luftmomente? Airtime. Ja, muss man so ein bisschen Momentum in der Luft haben. Ein bisschen tricky. Oh, Bubbles. Fucking Bubbles. Bublitz. Bublitz. Musik ist so gut. Come on! Was wird das denn jetzt? Shit! Okay, ich muss offenbar noch weiter an die Seite. Ach du Scheiße! This guy means business. Aber okay, ich habe letzten Endes den Deal mit dem Teufel gebrochen. Also klar ist er pissig auf mich. Wäre ich auch. Okay, da kann ich ganz an dies. Ich darf mich nur nicht umdrehen, ich Trottel. Ah, Momento. Okay. Ich muss so ein bisschen in der Mitte landen, dann geht das eigentlich. Ach, shit. Alter, der ist echt hart. Der will's echt wissen. Okay, die Spinnenform. Die geht auch. Okay. Es war echt ein crazy Boss. Vom Design vor allem schon. Ich finde das super cool. Wenn er aussieht wie ein übergroßer Fuckboy. Okay. Von wo? Von wo? Scheiße, da ist Feuer! Oh. Alter, der ist fies. Also auf jeden Fall schwerer als King Dice. Wie soll ich das denn machen dann? Ich hab doch schon geschossen. Alter Verwalter. Ich hab ja noch nicht mal die erste Phase geschafft. Das ist das Schockierende an der Sache. Oh, nee. Come on. Du verlangst echt einiges von einem, Junge. Nein, okay, du bist der Teufel. Du bist höchstwahrscheinlich auch der letzte Boss. Also von daher. Shit. Oh, come on. Ich hab den doch noch weggebolzt. Oder man kann so ein Timing haben und fast dabei sterben. Das ist auch eine Option. Okay, perfekt. Nice. Spinnform, okay. I can deal with that. Jetzt klingt die Musik schon fast ein bisschen happy. Okay, es ist der Teufel. Höchstwahrscheinlich hat der Kerl auch gerade die Zeit seines Lebens.
Das wäre böses Timing. Bubbles? Nee, Feuer. Dieses Feuer. Way too close. Okay, Schlange. Dir kann ich zeigen, wie schlangenhaft ich wirklich bin. Oh, okay. Okay. Ach du Scheiße. That's a big dude. That's some big dude. Ja, kommt hier eine Bombe aus dem Ohr. Das Problem kenne ich auch. Hab ich ständig. Brennende Chips, die vom Himmel fallen. Oh shit, I made him angry. Jetzt ist er stinky. Und schickt mir seine Knödelmonster auf den Weg. Die Skulls kotzen. Ja, this is just what I need. Cut my life into pieces. Heult der? Oh! Everyone who opposes me shall be destroyed. Ist das eine fucking M. Bison-Anspielung? Das ist eine M. Bison-Anspielung. M. Bison war auch so ein Huso. Alter, ich hatte ihn fast. Das sieht alles so geil aus. Vom Design. Ich liebe diesen Design, diesen Stil einfach. Der Artstyle carried hier so viel in diesem Spiel. Aber generell, ich bin sowieso ein Sucker für sowas. Allein, gebt euch allein mal den Hintergrund. Ich meine, ihr habt den Luxus, ihr könnt euch das gerade in aller Ruhe geben, während ich mich hier konzentrieren muss, aber... Allein wie der Hintergrund designt ist, sieht so unglaublich geil aus. So, wieder da. BP, ich hatte ihn fast gerade. Oh, damn. Er hat auf einmal angefangen zu heulen. Ja. Okay. Okay, das können wir slappen. We gonna slap everything. Spinnenform, die ist easy. Die fällt ja auch ziemlich langsam schon fast. Okay, kommt die nochmal? Ja, okay. Nochmal? Nee, okay. Ziege? Ziege? Ey, Ziege ist einfach, wenn du weißt, wie du darüber springen musst. Das, was da alles beschwört, ist manchmal ein Problem. Ich meine, die Bubbles sind noch easy. Diese sich bewegenden Flammen sind schlimmer. Ach, da war das Timing scheiße. Die erste Form geht aber auch lang. Also. Ja, doch. Hat recht viele HP, der Dude. Da ging irgendwie die zweite, war da weniger gefühlt. Okay. Zielt das? Nee, er springt einfach in die Mitte und haut ab. Und sein Dreizack liegt da wie so eine nasse Nudel. Hüpfen. Und Radikal Beam! Goddammit, die Axt. Verdammte Axt, könnte man sagen. Ach shit, da bin ich runtergefallen. Ja, die erste Phase hat echt einen Fuckload an Leben. Ich wüsste auch nicht, ob der Charge was bringen würde. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist nicht so gut. Der Spread ist, glaube ich, schon ganz gut dafür jetzt. Chaser macht zu wenig Schaden. Das ist, dieses Mal schaffst du es, oder dieses Mal. Ja, wenn ich mich nicht so dumm anstellen würde gerade, dann wäre das ja sogar tatsächlich ein Ding. Und dass er so kleine Teufel auch beschwört, ey. Okay,
Okay, das war einfach, das war einfach daneben, Dude. Er ist echt ein krasser Dude. Der krasseste aller Dudes. Schmorfende Barfnarf. Shadow slappt die Bombe. Ja, die kann man slappen? Anscheinend, die ist ja rosa. Ja, aber das ist immer noch eine Bombe. You know what I mean? Ja, aber ich glaube, es geht. Ich versuch's gleich mal. Wenn ich die Gelegenheit dazu krieg. Werde ich es versuchen. I shall try it. Aber erstmal müssen wir soweit nochmal kommen. Ich bin genau in die letzte Flamme reingedasht. Und das kurz bevor die Dings gewechselt wäre. Fuck. Alter, der Kerl hat echt einen Hass auf Tassen. Okay, wenn ich ein bisschen springe, ist vielleicht gar nicht mal so doof. Ein bisschen mehr Schaden auf einmal. Spreadet besser. Seine Hitbox ist ja auch zum Glück nicht so... Ja. Überall. Okay. Ja, da hast du recht, Bliss. Was? Er meint gerade, in der ersten Phase kommt es halt perfekt rüber, dass er dich noch nicht richtig ernst nimmt und nur mit dir spielt. Ja. Weißt du, hier verwandelt er sich noch in so ein... In so eine Mücke, Spinne, whatever das sein soll. Dann nimmt er einen echt noch nicht ernst. Er sitzt auch da so und denkt sich so, ja, fuck this, ich verwandle mich jetzt in eine Ziege. Deal with that. Ach, die Feuerbälle. Okay, das war Phase 1. Nice. Zero hits, okay. From Zero to Hero. Nubbend Kicks. Willkommen im Stream. Oh, ich muss euch leiser stellen. Sowas von. Ah! Hi, Kicks, wie geht's? So in etwa. Es war so, als würdet ihr mir gerade mein Gehör wegblasen. Tatsache, ich kann die Bombe echt parryen. Und dann ist sie einfach weg. Carry the parry. Okay, jetzt ist er stinkig. Jetzt ist die Form. Euch will ich schnell loswerden, bitte. Euch auch. Got Ulti. Was keine Ulti ist, aber fuck it! Verklag mich doch dafür! He's just peeved! Und in der letzten Phase, dass er einfach anfängt zu heulen, ey. Ja, weißt ich glaube, er ist einfach so desperate. Scheiße. Knockout! Yes! Geschafft! Yes, sir. Ja, Mann! Suck it, Devil! Swing, you sinner! Nice! 2:02. Boah, ich wurde aber am Ende sehr oft getroffen. Ja, weil du musst da halt das richtige Timing kriegen mit die. Ja, du musst die Tränen irgendwie parryen, damit du da wegkommst. Das ist das Schwere. Mm. The Brothers had triumphed over the Demon. Ist es nicht nur ein Demon, das ist der fucking Teufel. Und Jesus Christ. Alter. Alter, der tut mir ja richtig leid. Alter, wie der verprügelt wurde. Es sieht aus, als würde ihm Auge fehlen. Der Arm ist gebrochen. Ein Schädel haben wir ihm höchstwahrscheinlich auch eingeschlagen. Alter. Oh, finally give up. Except you surrender, Devil. Cuphead left. But you are not done just yet. And with that, Cuphead and Muckman destroyed all the soul contracts, releasing Inkwell Isles resistant from eternal servitude to the devil. Gosh, I can't wait to tell everybody, Cuphead said. The boy set off to home at top speed. Come on, last one, there's a leaky cup. Ja, super. Ich weiß nicht, ob das in eurem Fall was Gutes ist, nur mal so. Muckman teased and they ran. Once home, the brothers gathered everyone together. You're all free from the devil's debt, Cupman announced. And that fiend won't bother us again, Muckman added. There the kettle was literally bringing the pride and everyone began to cheer. It's here for Cuphead and Muckman! Hip hip hooray! Das ist süß. Alle Bosse sind da jetzt. Mhm. Sogar die Ratte. Sogar dieser dreckige Drache, wie er da so swaggy steht. Mhm. Das ist irgendwie cool.
As all day celebration began, the brothers promised to never wander into trouble again. And they didn't. Until the next time, of course. But that is another story. DLC! 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 Oh, wow. Oder Cuphead 2. Oh, ich würde so durchdrehen, wenn das announced wird. Ich bin der Erste, wirklich, der es unterstützt. Ich support it. Soul saved. I sincerely appreciate the members of our team who love the creative. Oh mein Gott. So Party fürs Run oder? Nee. Macht NVD gerade ein Shadow aus? Nö. Aber ich hab ja gerade gesehen, wie heftig das schon ist, wenn man das normal spielt. Und dann soll es dann Party fürs Run geben und du denkst dir so, oh shit. Ich hab sogar irgendwie gehört, es gibt die Bosse noch auf Extrem. Habe ich zumindest in den Achievements gesehen, so. Sie überlegen auch, ob DLC oder zweiter Teil. Ich würde für beides Geld bezahlen. Wirklich, shut up and take my money. There, Mr. King, that. Weil aktuell, muss ich echt sagen, Cuphead ist mein Game of the Year. Das ist Fakt. Da muss ich auch nicht weiter überlegen. Das ist Game of the Year für mich. Auch wenn es kurz ist an sich. Ich meine, wie lange habe ich jetzt gespielt? An sich nicht so lange. Aber ich habe auch nur 20 Euro dafür bezahlt. Und für ein Spiel, was nur 20 Euro kostet, ist das eigentlich ein verdammt guter Deal. Ja, doch. Oh. Ich könnte jetzt noch mal ewig das wiederholen, was ich die ganze Zeit schon sage. Und wir sind über 80, wir sind fast 80 Leute, Alter. Das ist echt hier Highscore und so. Richtig krass viele Pipolinos. Die Musik ist top-notch. Der Artstyle ist wunderbar. Ohne Scheiß. Ich liebe den Artstyle. Das Einzige am Gameplay, was mich stört, das ist wirklich auch nur eine Kleinigkeit, ist, dass in manchen Stagen der Vordergrund ein bisschen nerven kann. Aber das ist, glaube ich, auch schon alles. Das war, glaube ich, bei zwei Bossen so. Einmal bei der beim Roboter war das? Bei dem Robot-Fuck? Und hier bei diesem einen Pferd. Das waren, glaube ich, die einzigen, wo der Vordergrund manchmal ein bisschen dir auf den Piss geht. Aber sonst... Ja, weißt du, ich finde es immer geil. Weißt du, dieses Spiel wurde von drei Leuten gemacht oder so? Echt? Ja, dieses Spiel wurde über 7 Jahre hinweg von drei Leuten gemacht, die irgendwie sogar ihr Haus in Schulden gesetzt haben, so wie ich das verstanden habe. Nur um dieses Spiel weiterzubringen. Sick. Dann haben die irgendwann ihr eigenes Studio gegründet und haben das denn so gemacht, wie sie wollten, weil irgendwie zu jedem, wo sie gegangen sind, hat dann irgendwie noch gesagt, ja, ihr müsst aber das dann machen und hast du nicht gesehen. Und das wollten die gar nicht. Deswegen haben die gesagt so, nee, wir möchten ein Spiel machen, was gut ist. Und for fuck's sake. Dieses Spiel ist jetzt über 7 Jahre in der Mache und es sieht so fucking legendär aus. Mhm. Vom Gameplay her fühlt es sich auch super an. Du hast nie einen Punkt irgendwo, dass du sagst so, boah, ey, scheiß Spiel, nicht meine Schuld. Es ist irgendwie, ich weiß auch nicht, es schafft es, diesen Schwierigkeitsgrad hinzukriegen, der fair ist einfach. Es ist genau wie zum Beispiel halt, das habe ich bei Bloodborne auch gehabt. Es ist zwar schwer wie Sau, aber du hast nie den Punkt, wo du sagst so, boah, fuck this game. Dieses Spiel hat sich schon über 1 Million Mal verkauft, Alter. Also ich glaube, die sind aus ihren Schulden raus. Ich glaube, ja. Ich würde es denen so gönnen, ja. Alter. Made with Unity. War Unity nicht eigentlich eine total crappy Engine? Nee. Ich weiß das gar nicht mehr. Unity, das sagt mir was. Unity, darauf laufen eigentlich relativ viele Spiele. Echt? Zum Beispiel Tomb Raider läuft auf Unity und noch ein paar andere. Echt? Ich dachte, Unity wäre so eine crap Engine gewesen. Dann verwechsel ich die gerade, sorry. Drei, ich hab sie geschrieben. Studio MDHR. Die sehr schön, das Intro ist jetzt auch wieder, spielt sich jetzt auch wieder vorwärts. Es klingt wie keine Ahnung, Gary's Mod. Ah ja, klar, hab ich nur 98%. Mir fehlen ja auch noch ein paar Münzen. Stimmt ja. Aber mehr... Ja.
Viele Spiele mit Unity sind Müll, weil es umsonst ist. Ach, das ist eine... Ach, das ist eine Umsonst-Engine? Ja. Ach. Aber Unity wird aber auch immer weiterentwickelt. Hm. Wir sind, glaube ich, im Moment bei Unity 4 oder sowas. Also, um es einfach kurz zu fassen, Cuphead ist mein Play of the Game, wollte ich schon gerade sagen. Play of the Game. Nee, mein Game of the Year. Sieht wunderschön aus, spielt sich wunderbar. Vor allem, ich könnte ja jetzt immer noch Sachen machen und es wird nur schwerer, das weiß ich halt. Ich meine, ich habe das Spiel auf 57%, was fehlt mir denn noch? Defeat a boss with a super art. Buy everything shop. Get an S-Rank. Ich habe kein einziges S-Rank. Ich glaube, sehr wenige haben das Ganze auch auf, ich sag mal, Platin. Auch wenn es nicht wirklich Platin ist, aber you know. Lass mich mal gucken, was sind denn so die seltensten Trophäen hier? Das sind, by the way, fast alle, die mir fehlen. So die richtig seltenen. Every coin, get an S-Rank. Obtain an A-Rank or higher on all bosses in Inkwell Isle 1. Das ist Pazifist. Ja, okay, Pazifist, das wissen wir ja. Ein A-Rang. A-Rang. Complete a Game of Expert. Ja, okay, das ist... Was ist Rolling Sixes? Eigentlich alle Achievements, die dir fehlen, sind eigentlich eine Sache zusammengefasst. Be a Tryhard. Be a Tryhard, ja. Das ist, technisch gesehen ist es das, ja. Sei einfach Tryhard, mehr nicht. Achso, das sind 4 versteckte Achievements. Ach, ja. Deswegen werden mir die nicht angezeigt. Ich liebe dieses Spiel, bin ich ganz ehrlich. Ich bin froh, dass ich es gespielt habe. Never regretty. Never forgetty regretty.